Willkommen zurück zur nächsten Folge von Sparks Challenge. Ich habe mir jetzt was überlegt, wie ich den Widder töten kann. Und zwar, indem ich mir einen Goldapfel reinpfeife und den danach irgendwie kille. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Ich nehme mir nochmal 4 Seelensand. Und wo ist jetzt hier genau die Widder-Skelette? Ach so, ja, da, na gut, egal. Ja, ich suche mir also jetzt nochmal einen Platz, wo ich den spawnen kann. Ich werde das Ganze mit dem goldenen Apfel versuchen. Vielleicht kann ich mir auch schon mal Tränke dazu holen, die ich ja eigentlich für einen Enderdrachen genommen hätte. Wo sind denn die? Hier wären noch Tränke der Regeneration. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Den würde ich mir auf jeden Fall reinpfeifen. Ja, Stärke. Ich will jetzt noch nicht alles vorwegnehmen, obwohl ja, komm, so ein Widder, das ist schon eine Hausnummer. Da können wir schon mal ein bisschen was machen, ne? Also Stärke auch gerne. Und Rüstung habe ich ausgezogen. Ach so, stimmt, weil ich die Dia-Rüstung anziehen wollte, genau. Ja, ich habe wieder seit 2 Tagen jetzt nicht aufgenommen. Aber heute nehme ich mal wieder 2 Folgen auf. Einfach weil ich jetzt ein bisschen im Voraus produzieren will und vor allem endlich mal fertig werden will hier, ja. Das regt mich auf und da. Sorry. Da will ich die Zeit ein bisschen jetzt nutzen. Und hier langsam aber sicher mal zum Ende kommen. Ich suche mir jetzt auch mal einen Platz aus, der ein bisschen weiter weg ist. Also, keine Angst, ich werde jetzt hier nicht alles zersprengen. So. Aber der Goldapfel ist ganz wichtig, dass wir den dabei haben. Ich kann es ja erstmal probieren mit einem Regenerations- und Stärketrank. Aber ich glaube, das wird nicht lange was bringen. Ich glaube, der Goldapfel wird einfach wichtig mit der Zeit. Ich will ihn aber erstmal nicht verschwenden. Also ich versuche erstmal die Tränke irgendwie zu nehmen, weil die ja einfacher wieder zu kriegen sind. Ich meine, so 8 Goldblöcke, das ist schon nicht wenig, ja. Das kriegt man mal nicht irgendwie in 10 Minuten. Da braucht man schon mal eine Weile oder nicht mal 10 Minuten. Ich meine, so Tränke, die kriegt man, das ist eine Sache von, keine Ahnung, 3, 4 Minuten, bis man sich das überlegt hat und das gebraut hat und so weiter. Aber dieser Apfel, da brauchst du ja ewig, bis du das ganze Gold hast. Und deswegen mache ich das immer nicht so gerne so schnell. So, die Musik ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu laut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht habe ich den Media Player ein bisschen zu laut gestellt in dem anderen Ding. Das könnte tatsächlich ein Grund sein. Oh. So, okay. Ich grab mich ja einfach mal runter. Also ich mache ja wirklich nur diesen Widderraum jetzt. Und dann am besten hier nochmal so runtergraben. Ich springe extra ein bisschen, dass wenn da Lava kommt oder so, dass ich noch reagieren kann. Ja. Da würde ich dann einfach einen Trank trinken jetzt. Oder einen Apfel essen, dann sterbe ich nicht von der Lava. So. Dann nochmal hier rein und dann sollte er jetzt eigentlich auch nicht auf irgendwelche Entities gehen, sondern wirklich nur auf mich. Ja, da stehe ich dann für ihn im Mittelpunkt. So, aber wisst ihr was, ich mache das jetzt so hier, lässt sich das leichter bauen. So, die Fackel wird er eh wegsprengen, wie ich ihn kenne, ja. Da ist er ja nicht so. Okay, hätten wir den. Warte, Regeneration noch nicht, Stärke erstmal. Und Regeneration dann erst, wenn er anfängt. Am besten jetzt so ungefähr, genau. So. Jetzt habe ich sogar einen Erfolg gekriegt. Ich glaube, der Regenerationstrank hilft erstmal. Oh shit, Alter. Ja, der hat richtig gut geholfen, der Regenerationstrank. Alter. Das ging ja much easier than the last episode oder so. Um hier mal Englisch zu sprechen. Und wir haben den Netherstern. Ohne zu cheaten. Ja, geil. Aber warum sollte ich auch bei dem Bitter cheaten, ne? Ich meine, das war ja easy. Ja, also mit ein paar Tränken lässt sich's dann doch machen. Da sieht man mal wieder, wie viel so ein Trank wirklich bewirken kann. Das ist echt krass. Und ja, da hätten wir jetzt das Ganze geschafft. Das ist doch schön. Gehen wir wieder nach Hause. Und wir haben unseren Goldapfel noch. Das war mir auch wichtig. Also diese Regenerationstränke, die können echt viel retten, ne? Ich mach mir da lieber mal noch ein paar mehr. Der Stärketrank hat wahrscheinlich auch jetzt krass reingehauen. Ich habe dem ja wirklich viel Schaden gemacht. Guckt mal hier.
Ich kann einfach alles one-hitten, so Skelette und so, Creeper bestimmt auch. Ey, alles one-hit, richtig geil. Komm, lass mal noch ein bisschen rumlaufen hier. Ist sowieso gut, dass jetzt gerade Nacht ist, da können wir noch ein paar Level sammeln. Schön mit dem Stärketrank oder hier das Schaf. Na gut, Schafe kann man sonst auch one-hitten. Zumindest meistens. Ja gut. Wenn man Schärfe hat, dann auf jeden Fall. So. Creeper, komm her. Du hast keine Chance, Digga. Okay. Ist so geil, alles zu one-hitten, ey. Das. Ich weiß nicht. Ich feier das. So. Das ist ja übelst nice, ne? Finde ich zumindest. Ja, Spinny, weg mit dir. Was kann man erzählen? Ich war gestern und heute auch ein bisschen unterwegs. Zur Information, wir haben heute den 3.2. Und ja, da war ich halt ein bisschen unterwegs, auch gestern. Ja, ein bisschen länger auch. Oh. Geh mal weg hier. Ja, nur um mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Obwohl, das ist ja heute gar nicht nötig. Heute haben wir den Witter besiegt, das reicht. Habe ich schon einen Folgentitel. Ja, ich bin echt immer so ein bisschen am gucken, dass ich einen Folgentitel ordentlich wählen kann. Ich weiß nicht. Und da möchte ich dann immer in Folgen, wo nichts passiert, irgendwelche Themen ansprechen, damit ich das in den Titel schreiben kann, ne? Und dann nicht irgendwelche Scheißtitel nehme, wie es manche YouTuber machen. Die denken sich dann immer irgendwas aus, was gar nicht im Video vorkommt oder was nur in 2 Sekunden des Videos vorkommt. Und ja, das ist dann auch nicht Sinn der Sache, ne? Ja, und der Rest des Videos ist dann halt immer so langweilig. Und ich versuche dann zumindest immer ein Thema anzusprechen, ein paar Minuten lang. Und mache mir da ein bisschen mehr Mühe. Ja. Ja, es ist halt so, man kann nicht immer jede Folge komplett spannend halten. Das geht nicht. Vor allem in Sparks Challenge, da gibt es manchmal so Durststrecken, wo man einfach durch muss. Wo man einfach bestimmte Sachen erledigen muss. Oh, der hat sogar 2 Hits gebraucht, Mann. So. Ah ja, Leute. So. Wo ist denn hier noch ein Zombie? Oder so. Oder noch irgendwelche Monster? Da hinten. Ach, hier auch. Es wird doch wenig los. Wieso sammle ich eigentlich die Skelette-Dinger nicht auf? Wir brauchen doch Pfeile. Bin ich blöd? Ach doch, Pfeile habe ich aufgesammelt. Schön. Nur die Knochen nicht. Die sind nicht ganz so wichtig. Aber die Pfeile sind halt extrem wichtig, ne? Da hinten sind noch Skelette. Die auf jeden Fall mitnehmen. Ja, Leute. Die sind von uns, für uns sehr von Bedeutung. So, Federn könnten wir auch nehmen. Ohne Probleme. Die wären ja genauso nützlich für Pfeile, ne? So, noch knapp 3 Minuten habe ich Stärke. Oh, komm. Da töten wir noch die ganzen Viecher, die hier noch rumlungern. Vielleicht komme ich noch auf 33, das wäre geil. Nein! Och nee, ey, der hat mir jetzt so viel gekostet, diese scheiß Explosion, der hat mir so viel Experience gekostet schon wieder. Nur weil ich zu weit weg stand, ey. So, weg. Ich muss mal gucken, dass ich alles auch aufsammle. Wo ist die Sonne? Ach, ich weiß es gar nicht. Oder der Mond. Weg. Okay, du auch weg. Wo ist jetzt noch ein Creeper? Es sind doch bestimmt noch welche. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay, die muss ich alle hier töten.
Alles, was mir vor die Flinte kommt, töte ich jetzt. Oh shit, ey. So, weg mit dir und du auch. Dann würde ich wieder zurückgehen. Dann stauben wir dort alles ab. Genau. So. Oh, ich muss gucken, dass ich jetzt alle Zombies getötet kriege, bevor das hell wird. Wäre ja scheiße, wenn nicht. So, noch irgendwas, was verbrennen kann, da hinten. Die Spinnen, ja gut, komm. Weil ich gerade vorbeilaufe. Ich will nicht, dass die Zombies verbrennen und mir die Experience nicht geben. Komm, noch Level 33, das muss man doch hinkriegen. Muss doch irgendwie gehen. Vor allem da hinten sind einfach überall diese ganzen Türme da. Das wird eben nicht mehr, gell? Das geht einfach nicht. Da vorne. Komm, beeil dich. Da ist auch nichts mehr. Oh Mann. Dann muss ich wohl zurück. Ah, Spinne noch. Und hier ist noch einer. Ah, jetzt ist soeben die Stärke hier verpufft. Da muss ich wieder ein bisschen mehr drauf kloppen. Och nee. Ach, der Arme. Der wird jetzt sterben. Den konnte ich nicht mal retten. Naja, dann baue ich mir halt noch so ein paar Quarzblöcke ab, ne? Oder die Spinne da hinten, die könnte ich auch noch töten. Was auch geil wäre, wenn man die Experience direkt kriegen würde, ne? Das wäre eigentlich ziemlich genial. Da hinten haben wir das Portal, da gehe ich mal ganz kurz hin. So. Voll die coole Musik gerade. Windswept heißt das. Gut, ich baue mir jetzt echt nur noch bis Level 33 ein bisschen Quarz ab. Dann bin ich ja weg. Komm, das will ich die Folge noch schaffen. Nächste Folge am Anfang würde ich dann verzaubern. Nein! Alter, seid ihr des Wahnsinns! Ich brauche... ich möchte jetzt hier nicht noch ein zerstörtes Portal haben. Nein! Alter! Diese Arschlöcher! Ey, solche Arschlöcher, ja? Der sieht mich nicht. Ist der dumm. So, what the fuck? Was war denn das jetzt? Jetzt habe ich das Portal kurz von außen gesehen, bevor ich selber drin stand. Das hat's ja wieder gebracht. Und ich habe mich irgendwie voll gegessen, obwohl ich gar nicht gegessen habe. Fertig. Hä? Naja. Was wollte ich noch? Warte mal, ich mach das Lied hier mal weg, das ist ja nervig. Tu mal hier die goldenen Äpfel und alles darüber. Was wollte ich noch? Ah ja, die Rüstung. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge, wie gesagt. Wir sind jetzt Level 33. Das ist schon mal ganz ordentlich. Und damit können wir auf jeden Fall arbeiten, ne? Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Und ja, da verzaubert er dann, wie gesagt, ein bisschen. Können ja jetzt auch schon mal gucken. Na gut, komm, das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, ciao.